Also dann noch einmal hallo. Ich darf Ihnen heute was über Content-Strategie erzählen. Fangen wir doch gleich einmal an. Was ist Content überhaupt? Bla 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 bla. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass das etwas ist, was Sie weder in einem Vortrag hören wollen, noch auf einem Folder sehen wollen, noch auf einer Website. Und das bringt mich zu Sarah Richards, eine Content-Designerin aus London, die sagt, der beste Content weiß, welchen Zweck er hat und auch, wie er diesen Zweck erfüllt. Sonst ist es einfach nur Verschwendung von Platz. Ich würde noch ergänzen, es ist auch Verschwendung von Zeit und Geld, weil dieser Content hätte überhaupt nicht produziert werden sollen. Content ist im Prinzip das Verbindungsstück zwischen Ihnen, Ihrer Organisation und Ihren Kunden. Und Sie allein entscheiden, ob dieses Verbindungsstück ein verbindendes Element ist oder ein trennendes Element. Und das eben mit dem Content, den Sie zur Verfügung stellen. Content erfüllt auch einige Unternehmensziele. Also wir machen das ja nicht zum Spaß, dass wir Texte schreiben oder Videos erstellen, sondern wir können damit die Aufmerksamkeit und die Bekanntheit steigern. Wir können Neukunden akquirieren, wir können die bestehenden Kunden binden. Wir können bessere Service zur Verfügung stellen. Zum Beispiel, indem wir Checklisten für Aufnahmeverfahren zur Verfügung stellen oder Vergleiche von verschiedenen Ausbildungen. Mit Content kann man auch Kosten senken. Schon allein damit, dass man sagt, okay, welchen Content produziere ich überhaupt. Man kann aber vielleicht auch das Callcenter entlasten, nicht entlasten, sondern entlasten, um dann die Zeit zu haben für qualitative Gespräche, wenn die wichtigsten Fragen einfach gut aufbereitet auf der Website oder im Folder zu finden sind. Ja, Content ist in unserer digitalen Welt eigentlich sowas wie der Berater und der Verkäufer. Wozu brauchen wir die Content-Strategie? Die Content-Strategie zeigt auf, dass man einen relevanten Content erstellt, der wird geplant, der wird produziert und der wird an der richtigen Stelle dann ausgespielt und gemanagt. Ich habe da in Klammer auch stehen, wiederverwendet, dass Content auch an der richtigen Stelle wiederverwendet wird. Das heißt, dass Sie müssen nicht jeden Content neu produzieren. Wenn Sie eine Veranstaltung haben, die jedes Jahr wieder stattfindet, dann nehmen Sie doch bitte die Texte wieder her und aktualisieren sie. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass Sie wissen, wo Sie es finden und das immer wieder beim Content Management. Sie können auch bestehende Blogposts zum Beispiel zusammenfassen, ein White Paper, also ein PDF, das Sie dann auch ausschicken können. Also Content einfach auch wiederverwerten, was Sie schon haben, weil Sie haben schon Zeit und Energie reingesteckt, den zu produzieren. Am ersten Punkt steht relevanter Content. Das ist relevanter Content, das ist dort, wo sich die Unternehmensziele, die Kundenbedürfnisse und die Markenbotschaften überschneiden. Sprich, der Content muss die Unternehmensziele erfüllen, er muss die Kundenbedürfnisse erfüllen und er muss die Markenbotschaft mittransportieren. Wenn er das nicht tut, brauchen Sie ihn gar nicht produzieren. Ja? In Ausnahme, Sie dürfen natürlich nur wieder ein Cat-Content machen. Ja? Das wird zwar die Unternehmensziele nicht unbedingt erfüllen, aber manchmal die Kundenbedürfnisse. Die Zielgruppe ist das Maß der Dinge. Warum habe ich das hier so groß stehen? Ich möchte, dass Sie das auf jeden Fall heute mitnehmen. Den Perspektivenwechsel, die Sichtweise aus Ihrer Kundensicht vorzunehmen. Warum? Wenn Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden, Ihrer Zielgruppe kennen, wenn Sie die Probleme, die Sie haben und die Sie gerne lösen wollen, kennen, die Erwartungen, Ihr Medienverhalten, dann können Sie einfach im nächsten Schritt Entscheidungen treffen, die Sie nicht aus der Glaskugel ablesen müssen, sondern Sie wissen dann, was sind relevante Inhalte, die Sie brauchen, was ist die Sprache und die Tonalität, die Sie sich wünschen, mit der Sie auch mit uns sprechen, welche Wörter verwenden die dann, dass Sie das dann auch wiederfinden in den Texten oder Videos, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Länge von Texten, immer wieder, wie lang soll denn ein Blogbeitrag sein zum Beispiel? Die Frage bekomme ich immer wieder. Wann liest denn Ihre Zielgruppe Ihre Beiträge? Liest sie in der Früh auf dem Weg in die Arbeit, in den öffentlichen Verkehrsmittel, dann wollen die das wahrscheinlich schnell und knackig haben. Wenn sich jetzt jemand ein Bildungsangebot gemütlich am Sofa mit dem Tablet anschaut, dann können sie auch tiefer in die Materie reingehen und mehr Content zur Verfügung stellen. Hängt aber auch vom Typ auch wieder ab. Ja? Sind das Menschen, die schnell Informationen wollen oder wollen sie sich lieber gerne mehr Hintergrundinformationen holen? Und auch über die Frage, sollen wir Pinterest machen? Sollen wir Facebook machen? Sollen wir in Instagram sein? Gehen Sie dorthin, wo Ihre Zielgruppe ist und sie auch erwartet. Ja? Also kennen Sie Ihre Zielgruppe und viele dieser Fragen beantworten sich einfach daraus.
So, jetzt muss ich klicken. So. Das ein bisschen was zum Schmunzeln, aber leider halt auch sehr auf die Realität. Sie haben hier eine Grafik, die darstellt, was auf einer Universitätsstartseite zu finden ist. Links das, was die Universität meint, was drauf sein sollte, und rechts das, was eigentlich die Leute dort suchen. Die einzige Überschneidung ist der volle Name dieser Universität. Das führt jetzt dazu, dass wenn Sie jetzt, keine Ahnung, die Applikation, also die Bewerbungsformulare suchen und Sie finden sie nicht auf der Startseite, ja, dann Frust, Verzweiflung vielleicht, weil Sie die Information nicht finden, die Sie brauchen. Schlimmstenfalls gehen Ihre Kunden dann zu Ihrem Mitbewerber. Ich will nicht dazu sagen, dass das links ein nicht relevanter Content ist, aber vielleicht ist es einfach halt hier auf dem falschen Kanal ausgespielt. Also auch da schauen Sie, was Ihre Zielgruppe braucht. Woher weiß ich jetzt, was meine Zielgruppe braucht? User Research, also Sie haben genug Studien, finden Sie im Netz. Ich würde aber sagen, machen Sie es nicht zu kompliziert. Sie müssen keine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Reden Sie einfach mit den Leuten. Schauen Sie, was Sie im Haus haben. Schauen Sie die Erfahrungen, die Ihre Leute im Haus haben, und sammeln Sie daraus Daten für Ihre Zielgruppe. Sie können auch immer wieder testen, also auch im Austausch mit Ihrer Zielgruppe schauen Sie, welche Überschrift passt besser, welche ist es verständlich so. Also Sie können es Schritt für Schritt, Sie müssen nicht sofort den perfekten Content erstellen, sondern Sie können es Schritt für Schritt verbessern, wenn Sie vor allem dort, wo es relevant ist und Sie für Ihre Unternehmensziele brauchen. Ich habe Ihnen da ein paar Tools mitgebracht, die kriegen ja die Folien nachher, das heißt, Sie können das dann auch nochmal in Ruhe sich anschauen. Web-Tracking-Tools, das heißt Google Analytics, sehen Sie, welche Informationen werden hauptsächlich gesucht, auch in Kombination mit einer anderen Seite. Vielleicht haben Sie eine Ausbildung, wo 50% der Leute, die sich diese Seite anschauen, auch zu den Förderungen gehen, ja. Dann erkennen Sie schon, okay, hier ist irgendwie ein Muster, das uns wieder informiert, was unsere Zielgruppe braucht. Sie können bei Aufnahmegesprächen, Infoveranstaltungen, Beratungsgesprächen darauf aufpassen, welche Wörter verwenden die Leute, um ihr Programm zu beschreiben. Wonach suchen sie, welche Inhalte? Die häufig gestellten Fragen geben Ihnen einen Hinweis darauf, was Sie als Erster an Content zur Verfügung stellen müssen, damit die Leute wissen, ah, da bin ich richtig. Die Think-Aloud-Methode ist eine Möglichkeit, wie Sie Ihre Webseite zum Beispiel testen können. Sie setzen einen Probanden davor, stellen denen eine Aufgabe. Zum Beispiel melden Sie sich für den Kurs XY an und der Proband oder die Probandin spricht in dem Moment auch immer aus, was sie sich gerade denkt, deswegen die Laut-Methode. Warum klickt sie da? Findet sie das, was sie sich erwartet? Warum ist sie gerade frustriert? Ja? Also das ist nach 4-5 Leuten haben Sie schon 80% der Schwierigkeiten aufgedeckt. Also Sie brauchen auch hier keine Mega-Budget, um das zu machen. Das nächste ist ein Artikel über, wie man Content testen kann, also Überschriften, Bilder, Ähnliches. Und Content auf Papier im Café testen, die einfachste Variante, Sie gehen einfach mit dem Handy oder Sie gehen wirklich mit dem Papierausdruck, mit zwei unterschiedlichen Varianten vielleicht. Die Cafeteria bei Ihnen in der Haus, in die Mensa, zeigen das der Zielgruppe und zahlen Ihnen einfach einen Kaffee dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Ihnen Feedback gegeben haben. Also wie gesagt, alles kein Rocket Science. Die Persona möchte ich Ihnen auch noch als Tool mitgeben. Das ist im Prinzip die Vermenschlichung Ihrer Daten, die Sie gesammelt haben, damit Sie sich besser in Sie hineinfühlen können, damit Sie leichter mit Ihren Kollegen darüber sprechen können. Wenn Sie jetzt so einen knackigen Namen geben wie Waldraut Weiterbildungs-Junkie, ja, dann hat man schon ein Bild, ja, ist sehr gerne interessiert an Weiterbildung und macht mehrere Sachen. Sie können darauf festhalten, welche Kanäle Sie nutzt, was sind so die Dinge, die Sie verzweifeln lässt. Das ist jetzt zum Beispiel eine Vorlage von extensio.com, ein Gratis-Tool. Sie können aber, wenn Sie googeln, Sie finden so viele verschiedene Vorlagen, was nach Ihren Bedürfnissen, ja. Word-Dokument, eine Seite, übersichtlich. In der Bio finden wir zum Beispiel, dass er sich für Social Media interessiert, weil es in Ihrer Abteilung keiner kann, möchte das als Karriereschritt nutzen, um wieder Vollzeit arbeiten zu gehen. Sie ist hauptsächlich fürs Familienmanagement zuständig und eine Ausbildung oder Weiterbildung würde vielleicht auch Ihre Chefin übernehmen. Was lernen wir jetzt daraus? Wir sehen auch bei den Frustrationen, es muss schnell gehen, ja, sie hat wenig Zeit. Das heißt, für sie eher kurze Texte. Das Wichtigste für sie als Familienmanagerin ist auch, welche Anwesenheitszeiten sind dann. Auch das ein wichtiges Kriterium, am besten gleich nach oben stellen. Spannend ist die Kombination, mit dem das vielleicht ihre Chefin die Ausbildung zahlt. Weil dann haben wir hier eigentlich eine zweite Zielgruppe zu bedienen und machen Sie es der Kundin so einfach wie möglich. Geben Sie ihr auf der Webseite ein PDF zum Ausdrucken oder eine E-Mail-Vorlage,
die sie dann ihrer Chefin schicken kann als Argumente, warum sie diese Ausbildung machen kann. Das sind wir wieder beim Service, der einfach auch weiterhilft. Ja, wir haben ja nicht nur eine Website, wir haben Folder, wir haben Events, wir haben Social Media Kanäle. Also es ist ja nicht nur, dass wir Bäumchen drehen jeden Tag. Multichannel. Ich möchte Ihnen da gerne mitgeben, das Touchpoint-Management, beziehungsweise dort, wo Ihre Kundinnen und Kunden mit Ihnen, mit Ihrem Unternehmen, Ihrer Organisation in Kontakt kommen. Das kann jetzt sein auf Social Media, das kann sein in der Google-Suche, das kann natürlich auch bei Ihnen im Haus sein, Foren und Gruppen. Foren und Gruppen würde ich Ihnen auch noch nahelegen, dort erfahren Sie auch sehr viel über die Zielgruppe. Welche Fragen stellen Sie, welche Empfehlungen holen Sie sich ein, ja, wonach suchen Sie? Ja, auch hier nehmen Sie an diesen Gesprächen teil. Wenn Sie diese Kontaktpunkte aufgeschrieben haben, sowohl wo Sie selber wissen, dass es sie gibt, das sind meistens Ihre Kanäle, plus dann auch noch, was Sie aus Ihren Zielgruppenbefragungen oder Gesprächen hören, prüfen Sie doch bitte mal, ob dort überall aktuelle Informationen sind, ob die Informationen einheitlich sind, ja, und welcher Eindruck an diesen Touchpoints entsteht. Weil wenn Sie Widersprüche im Markenauftreten an diesem Touchpoint haben, haben Sie vielleicht auch dann nicht den Vertrauensverlust, sondern auch den Verlust Ihrer potenziellen Teilnehmer. Ich sehe es gerade als eine Frage aufgetaucht bei mir. Wie können wir große Zielgruppen der Bildungsinteressierten gut eingrenzen und beschreiben? Schauen Sie einfach, wo Sie sie clustern können. Also wenn Sie eben diese Analyse machen, wo sind denn so die gemeinsamen Punkte, wo Sie sagen, okay, das ist relevant, um Sie damit als eine Gruppe zu definieren? Ja? Konzentrieren Sie sich eher auf die Personen, die für Sie auch wichtig sind. Und nicht 100, sondern schauen Sie halt einmal, dass Sie mit 1, 2 anfangen und dann halt eben die Ihre Unternehmensziele am nächsten sind und dann eben Schritt für Schritt machen, weiter Personas bilden und mehr über sie lernen. Eine Möglichkeit, diese Touchpoints darzustellen, ist die Customer Journey, nennt sich halt die Kundenreise. In dieser Grafik sehen Sie, wie sowas ausschauen kann. Das ist von einer Masterarbeit von Valentin Schennern, von einer Fahrschule. Also wir haben links, startet das Ganze mit dem, okay, ich bräuchte meinen Führerschein machen. Das heißt, das ist die Vorphase vom Kauf, dann die Kaufphase, beziehungsweise wo er die Ausbildung macht und dann halt eben was danach ist. Inkludiert auch ein bisschen den emotionalen Status, das heißt, große Vorfreude in grün, ich mache meinen Führerschein, Websuche, ein Unternehmen gefunden, stellt dann das heißt, auf Facebook, ja, also hier zum Beispiel, wenn das öfter kommt, dann müsste sich wirklich überlegen, auf Facebook zu sein, findet aber dann das Unternehmen gut, das Beratungsgespräch, das ist unten dieser rote Pfeil, wieder negativ, ja. Also, Sie können das einfach abbilden, Schritt für Schritt, was passiert nacheinander. In diesem Beispiel wird auch negativ aufgefasst, dass es eine SMS-Zahlungserinnerung gibt. Das wird irgendwie so als unpersönlich und nur als Cash-Cow genommen. Also auch da kann man mit einem anderen Kanal, anderen Content dieses negative Gefühl wegnehmen. Contentplanung, ein paar von Ihnen werden Sie hoffentlich machen. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, dass man sehr viel aufs Tagesgeschehen eingehen muss. Contentplanung macht aber insofern Sinn, vor allem bitte machen Sie es über alle Kanäle. Und hier ein großer Appell. Brechen Sie die Abteilungssilos nieder. Sie brauchen PR, Sie brauchen Social Media, Sie brauchen die Website-Betreuung an einem Tisch, um diese Contentplanung zu machen, um auch dann Synergien in der Produktion zu nutzen. Weil wenn jetzt einer sich vertieft in ein Thema, um eine Pressemeldung zu schreiben und jemand anderer sich in dasselbe Thema vertieft, um eine Website-Information online zu stellen, ja, dann tun Sie sich doch zusammen und vielleicht kann die eine Person gleich alles machen. Also den Social Media Post dazu, den Werbungspost, den Banner, was auch immer. Vielleicht in Kooperation, aber zumindest, dass einer in dem Thema drin ist und das gleich in einem Aufwischen macht. Also auch da wieder können Sie Zeit und Geld sparen. Und das ist wieder einheitlich. Und wenn Sie mit mehreren Autoren arbeiten, lege ich Ihnen noch Guidelines in einer Art und Weise so, dass man sie auch gerne in die Hand nimmt, also keine Wälzer, sondern halt vielleicht auch ein Karteikartenformat, damit die Leute einfach wieder dieselben Markenbotschaften aussenden, dass die Sprache einheitlich ist. Natürlich auch damit die Qualität. Tools hier, viele können natürlich ihre Planung in Excel machen, weil sie das Tool einfach vertraut sind, oder auf Papier. Ja. Bei meiner Masterarbeit bin ich untergekommen und sage, können wir das mit auf Papier machen. Trello ist noch ein nettes Tool. Es gibt verschiedene Redaktionstools, die genau dafür geschaffen sind, mit Freigabeprozessen und diese unterstützen der Content-Erstellung. Und Cardsorting möchte ich Ihnen noch ans Herz legen. Das ist ein Tool, das die Margot Blumstein entwickelt hat, ein Workshop, wo sie ihre Markenbotschaften innerhalb von 2-3 Stunden erstellt haben.
und damit auch, so, ich bin wieder gerade abgelenkt von meiner Frage. genau, also meine Kunden lieben das Heiß, ja, weil sie sagen, boah, innerhalb von einer kurzen Zeit sind sich alle gemeinsam den Nenner und wissen, wie sie nach außen wirken wollen und haben so ein gemeinsames Verständnis dafür. Zusammenfassung, ich gehe dann auf die Frage nach der Zusammenfassung gleich ein. Das ist eben eine Grafik aus meinem Buch, Bauteile der Content-Strategie. Wir haben jetzt die Basis vor allem besprochen. Also um Content-Strategie zu machen, müssen Sie Ihre Zielgruppen kennen, die Unternehmensziele und Ihre Marke. Daraus leitet sich dann ab die operationalen Maßnahmen. Das Controlling ist dann noch dazu da, um die Ziele, die Sie sich gesetzt haben, zu schauen, ob Sie auch auf dem richtigen Weg sind und Sie auch erreichen. Und das Content-Strategie-Statement ist im Prinzip so der Leuchtturm, wo es hingeht, die Ausrichtung, wo in zwei Sätzen die Strategie nochmal erklärt ist, die jeder sich leicht merken kann und kein hier hundertseitiges Strategiepapier kennen muss. Die Main Takeaways, die ich Sie bitte, sich mitzunehmen. Jedes Contentstück braucht einen Zweck und ein Ziel. Sonst brauchen Sie es gar nicht produzieren. Relevanter Content ergibt sich aus den Zielgruppenbedürfnissen, den Unternehmenszielen und Markenbotschaften. Denken Sie immer aus der Sicht der Zielgruppe. Wo sind Sie unterwegs? Was brauchen wir? Daraus ergibt sich dann Inhalt, Format, Zeit und Kanal. Also die vielen Fragen der Strategie und Kommunikation sind dann geklärt. Wer die Bedürfnisse seiner Zielgruppe besser erfüllt als andere, ist erstens mal in der Informationsüberflutung, kommt die Aufmerksamkeit und hat auch einen Wettbewerbsvorteil. Ein einheitlicher Auftritt und einheitliche Markenbotschaften an allen Berührungspunkten schafft Vertrauen und damit auch Kundenbindung und durch die strategische Planung spart man Zeit und Geld in der Umsetzung. Ja, Fragen? Ich habe auch gestern einen Link eingerichtet, falls Sie wissen wollen, wann das Buch erscheint. Es wird zu Ende im Herbst sein. So, was habe ich denn? Spricht nicht unterschiedliche Schriftsprache bei mehreren Autoren eine breitere Zielgruppe an? Die Frage ist jetzt eben schon, breitere Zielgruppe, ist das gut? Weil je fokussierter Sie mit einer Zielgruppe arbeiten, umso größer ist die Erfolgswahrscheinlichkeit. Und natürlich, es hängt auch von Ihrem Unternehmensziel ab, ob Sie eben genau diese Vielfalt wollen. Bei einem Blog zum Beispiel ist die Vielfalt, macht es wieder lebhafter, unterschiedliche Autoren, unterschiedliche Sichtweisen. Deswegen immer diese Kombination zwischen, was will ich damit erreichen mit diesem Contentstück, welche Unternehmensziele will ich erreichen und welche Zielgruppe möchte ich ansprechen. Breiter ist immer ganz schwierig, weil dann irgendwie sich keiner wiederfindet. Ja, also man muss dann schon sich abwägen, wie breit gehe ich denn und wie gezielt spreche ich denn meine Gruppe an.